So, und da sind wir wieder. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt hinter dem Mann mit der Sense her. Der aussieht wie ein Sensenmann. Und ja, weil er eine Sense hat. Hey, hallo, was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nicht ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich hab keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Ja, ich möchte bitte auch antworten. Wo fangen wir denn an? Wo bin ich? Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Bitte was? Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon voranging. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Was zum Teufel? Rufus ist einfach nur ein Prototyp der Organ und Soldaten. Ich meine, was zum... Was ist hier los? Und ich meine, okay. Das würde vielleicht erklären, wieso Argus und Kletus und Rufus sich so ähnlich sehen. Gesehen vielleicht ein bisschen von der Hautfarbe, aber... Was zum Geier? Wer bist denn dann du bitte? Ich meine es... Wow... Noch eine größere Bombe könnt ihr nicht platzen lassen, oder? Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung, aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Okay. Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Könntest du kurz... Okay. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Es
Ist klar. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Boah, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Hm? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Das Leben geht... Wie soll denn das Leben weitergehen? Goal ist tot. Die Welt wird untergehen. Ja, genau. Das nennst du Leben? Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat. Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Oh, wir sind... Also, okay, zum Klonen braucht man radioaktiven Schlamm. Sind die Klone dann nicht radioaktiv verseucht? Wir strahlen, aber es ist so was von... Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nicht wie Cletus oder Argus. Natürlich nicht. Cletus hatte eigentlich mal grüne Haare und Argus blaue. Ja, ich hatte jetzt nicht an die Äußerlichkeiten gedacht. Die beiden sind hinterhältig und falsch. Das bin ich nur, wenn niemand zuguckt. Die beiden sind arrogant und selbstgefällig. Ich hingegen bin super. Die beiden sind gemeine Arschlöcher und ich bin ein... Wow, komm mal runter, Alter. Ihr seid nicht identisch, weil du viel mehr bist als nur die Summe deiner Gene. Hm? Jede Erfahrung, jede Erinnerung addiert sich zu der Persönlichkeit, die du heute bist. Du meinst, wir waren mal komplett gleich? Aber ich hab dazugelernt? Exakt, Tukowski. Naja, zumindest so ähnlich. Das Gen zum Dazulernen wurde bei dir falsch exprimiert, aber der Rest stimmt. Deswegen, ist es Rufus auch relativ egal, wenn er irgendwelche schmerzhaften Experimente oder dergleichen durchführt, wie früher, als er auch nach Elysium kommen wollte und die verrücktesten Dinge gemacht hat und er lernt einfach nicht dazu, nein. Naja. Ach, wer braucht das schon? Wenn ich ein Klon wäre, müsste ich dann nicht wieder ganz jung sein? Eine gute Frage. Siehst du diese Behälter da drüben? In diesen Reifungskammern kann ich den natürlichen Alterungsprozess simulieren. Du kannst deine Klone also bis zu einem beliebigen Alter reifen lassen. Genau. Warum hast du dich dann so alt gemacht? Sei nicht so unhöflich. Das ist nicht unhöflich, das ist eine berechtigte Frage. Wenn ich ein Klon bin, ja? Warum habe ich dann immer noch denselben Mantel an? Ernsthaft? Ach, schon wieder die Klamottenfrage. Verdammt nochmal, ich erschaffe Leben. Man sollte denken, dass das im Zentrum der Verwunderlichkeiten steht. Aber nein, immer fragen alle nach den Klamotten. Entschuldigung. Ich will das aber trotzdem wissen. Oh Mann. Wenn ich ein Klon bin... Warum kann ich mich dann an alles erinnern? Ah, du passt ja auf. Natürlich passe ich auf. Das war in deinem Design eigentlich nicht vorgesehen. Aber na gut, die Toll. Technik dahinter ist eigentlich ganz einfach. Mit einem Ganzkörperscanner wie diesem hier kann ich ein komplettes Speicherabbild deines neuronalen Netzes anfertigen. Beim Reifungsprozess werden in diesen Klonkammern dort mit Hilfe von winzig kleinen Messern die sich neu bildenden Nervenbahnen in die richtige Position getrimmt. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Beschneiden eines Bonsai-Bäumchens. Mit dem Unterschied natürlich, dass das Gehirn viel komplexer ist und die Schnitte innerhalb von Nanosekunden... Entschuldige,
Was war das nach nicht vorgesehen? Nicht so wichtig. Oh, das fand ich aber schon ganz interessant. Gut, dass wir aufgepasst haben, während Rufus, ja. Rufus halt, ne? Okay. Das Leben geht eben nicht weiter. Es war alles umsonst. Hippodia ist verloren. Genau wie Goal. Und es ist alles meine Schuld. Warum soll ich dieses scheiß Leben eigentlich noch weitermachen? Weil es noch Hoffnung gibt. Das Leben geht weiter. Das Leben geht weiter? Wie stellst du dir das vor? Willst du mit dem Apparillo da etwa ganz Deponia klonen? Ich zeig dir jetzt mal, was ich von diesem bescheuerten Ding halte. Nein, Rufus, tu es nicht! Na dann halt mich doch auf! Tu es nicht! Alles kaputt machen hier! Lass das! Stopp! Nein! So! Jetzt bist du dran! Was hast du getan? Du hast alles kaputt gemacht! Jetzt war alles umsonst! Na endlich, er hat's verstanden! Du hattest mit allem recht, außer mit einer Sache. Das alles ist meine Schuld. Ich war es, der damals geglaubt hatte, Deponia sei nicht länger bewohnbar. Und ich habe den Evakuierungsplan entworfen. Ich habe Elysium erdacht und den Organon erschaffen. Als es dann soweit war, kamen mir Zweifel. Ich blieb auf Deponia zurück, um nach einer besseren Lösung zu suchen. Ich hatte alle Zeit der Welt und habe trotzdem versagt. Meine Zeit ist abgelaufen. Ich kann nicht wieder gut machen, was ich getan habe. Ich dachte, ich hätte es verdient, mit der Schuld zu leben. Aber selbst das war noch zu optimistisch. Denn wo Leben ist, ist auch Hoffnung. Ich habe nur verdient, mit der Schuld zu sterben. Was? Heul doch! Was? Goal? Ja, das... Goal? Was zum... Sie ist immer noch tot. Was hatte ich auch erwartet? Aber irgendwas hatte Hermes doch mit ihr vor. Er wollte sie doch nicht etwa... Ich sollte dringend mal mit ihm reden. Das Spiel ist noch nicht vorbei. Oh! Okay. Was ist das hier? Oh, wie süß! Ein Vampirschnabeltier. Die Sorte kenne ich ja noch gar nicht. Schön brav sein. Hörst du? Oh. Okay, wir gehen jetzt hinter Hermes her. Ich meine, was zum... Warte, tu's nicht! Es ist zu spät, Rufus. Du hattest recht. Es gibt keine Hoffnung mehr. Nein! 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 So ein Scheißdreck. Was mache ich denn jetzt? Moment, was war das? Das Licht ist angegangen. Wenn ich diese Anzeigen hier richtig deute, geben sie Auskunft über den Füllstand der Maschine. Okay. Wir können einen Klon machen, scheinbar. Machen wir das doch mal. Dann klonen wir Hermes jetzt einfach. Das kommt nicht in die Tüte. Ich bin einmalig. Mehr oder weniger. Okay. Oh nein. Besten Dank. Von diesen Typen gibt es wirklich schon mehr als genug. Okay, also ein Organ können wir auch nicht machen. Und oh, Hermes. Ja, los. Warte!
zum Mäusemelken. So ein Scheiß. Oh, einen Moment. Der springt hier runter und wird zerschreddert. Warum? Vielleicht muss ich ihn irgendwie dazu bringen, hier runter zu springen, weil die scheint kaputt zu sein und da ist auch eine Matratze. Der ist hier runtergesprungen und ich meine, gesehen zu haben. Konsole? Man kann auch umschalten auf bis zu 3 Klone. Das heißt, ich muss dreimal klonen. Hm? Bevor ich mir noch einen Hermes hole, sollte ich erstmal die alten aufbrauchen. Oh, okay. Dieses Symbol steht wohl für Mineralstoffe. Das heißt also, es sind genug Mineralstoffe für einen Klon im Tank. Oh, für einen Klon nur? Das ist schlecht. Dann müssen wir jetzt noch andere Mineralstoffe suchen. Möglichst schnell. Also, Mineralstoffe, Eiweiße, Wasser, bla, blups, hast nicht gesehen. Wohl Wasser haben wir. Oh ja, tun wir das einfach in den Trichter. Wasser. Ob das wirklich noch gut ist? Ah, ich wusste doch, dass mit der Plörre was nicht stimmt. Außer der Wasseranzeige ist auch die für Mineralstoffe gestiegen. Bah, wurscht. Auf diese Weise habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay, gut. Dann jetzt. Wie heißt es doch so schön? In der Not frisst der Teufel Kakerlakeneier. Na, was habe ich gesagt? Die Eiweißanzeige ist gestiegen. Und die für Kohlenhydrate gleich mit? Am Ende waren das tatsächlich Kakerlakeneier. Dann tun wir da nochmal Öl rein. Ich weiß ja nicht recht. Na, Schwamm drüber. Puh. Das Öl scheint noch als Fett durchzugehen. Glück gehabt. Aber dann kann ich nur 2 machen. Ich brauche aber eigentlich 3 und... Moment, die war da gerade noch nicht. Nehmen wir die doch mal mit. Was ist denn hier? Salz, Fett... Da sind die anderen Sachen, die ich brauche. Ich muss irgendwie hier die Karte... Kann ich die nicht ausstechen, Dingens? Was denn? Immer noch kein Feierabend? Das muss wohl daran liegen, dass die Löcher vom Arbeitsantritt schon wieder zugewachsen sind. Oh, das ist natürlich scheiße. Aber hier oben ist doch so eine Vampir-Fledermaus. Und die beißt. Und die kann uns das bestimmt. Bitte? Ja, richtig. Danke. Sehr gut. Die Eier nehmen wir lieber nicht, sonst kriegen wir wieder Fledermäuse ins Gesicht. Dann lauf mal, Rufus. So, du da rein. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben einen neuen Überstundenrekord aufgestellt! Juhu. Damit Sie sich immer an diesen schönen Augenblick erinnern können, erhalten Sie eine tolle Gratifikation. Knoblauch! Denn gerade im Alter ist Knoblauch gut fürs Gedächtnis. Und Ihren Überstunden nach zu urteilen, sind Sie jetzt sehr alt. Viel Spaß bei Ihrem verdienten Feierabend. Okay. Dann mach mal die Tür auf. Keine Chance. Sie ist total zugerostet. Ein Hindernis nach dem anderen. Aber wir haben doch Öl, dann können wir die doch ölen. Ja, sehr gut. Wer sagt's denn? Es hat tatsächlich funktioniert. Unfassbar. Kann es sein, dass ich gerade tatsächlich einen Verwendungszweck für Oliven entdeckt habe? Gut, dann nehmen wir jetzt das ganze Zeug mit Salz und Mineralstoffe. Da ist Fett. Pommes sind wahrscheinlich die Kohlen, was weiß ich, und... Plörrofitz? Das war früher mal mein Lieblingsgetränk. Ich habe mich immer gefragt, wie sie es hinbekommen, dass es im Dunkeln leuchtet. Und dass es sogar beim Urinieren noch leuchtet. Ich will das gar nicht wissen.
Aber wir nehmen das mal mit, weil das alles ein Getränk ist, wird das wohl Wasser mit drin haben. Dann tun wir mal die Sachen hier rein. Das Salz erst. Wie sagt man doch so schön? Was du frisst, das bist. Die Anzeige ist jetzt auf 3. Dann das Fett. Das wird lecker. Die ist jetzt auch auf 3. Können wir das Knoblauch da rein tun? Also bitte, ich suche hier nach den Bausteinen des Lebens und nicht nach den Zutaten für einen Feldsalat. Nichts gegen Feldsalat, bitte. Feldsalat ist das Geilste, was es Endlich gibt. Endlich kommen wir zu den Grundbausteinen des Lebens. Das ist jetzt auch auf 3 und das hier... Chlorophyll ist eines der wichtigsten Grundnahrungsmittel. Es gab Monate, da habe ich mich von nichts anderem ernährt. Hat das Wasser vorgemacht, aber wir brauchen noch Eiweiß. Ah, ich weiß, wir müssen das Knoblauch der Vampirfledermaus geben. Vielleicht stirbt die... Oh nein, ich möchte nicht, dass die stirbt, aber... Vielleicht kommen wir dann an die Eier ran. Friss nein, das! Mein Kleines, hast du Hunger? Wobei... Ach egal, friss! Oh nein! Nein! Oh! Mundgeruch. Goldig. Jetzt können wir wohl die Eier nehmen, weil die anderen also Schnabeltierfledermäuse weg sind. Aber es tut mir ein bisschen leid. Entschuldige bitte. Und ich will auch eigentlich gar nicht die Baby-Schnabeltier. Aber wir brauchen dringend Eiweiß. So. Ey! Und da hätten wir Eiweiß. Zum Glück gibt's keine Anzeige für den Cholesterinspiegel. So. Jetzt können wir den dreimal klonen. So, steht auf 3. Los geht's. Oh. So ein Mist. Stopp! Hey, was soll das? Wartet auf mich! Ach, verdammt! Sehr gut. Ach, wir müssen erst nach unten. Warum lässt du mich nicht einfach gehen? Tja, jetzt siehst du mal, wie das ist. Ja, aber was willst du denn noch? Du hast es doch selbst gesagt. Alles ist verloren. Das dachte ich auch. Aber dann habe ich Goal gefunden. Was hattest du mit ihr vor? Kann man sie noch retten? Ach, du kennst das Mädchen? Sie fiel kurz nach dir vom Himmel. Ihr Gehirn war noch nicht ganz tot. Der Rest war ziemlich hinüber. Darum habe ich einen Klon angefertigt. Er hat lange genug überlebt, um einen kompletten Scan durchzuführen. Hier, damit lässt sich deine Freundin klonen. Auch wenn ich nicht weiß, was das bringen soll. Eponia ist verloren. Lass das mal meine Sorge sein. Wir können Goal wiederbeleben, ja. Passt, wie gemalt. Goal, aber nur einmal bitte. Was ist das? Die Anzeige hat angefangen zu blinken. Ob das was zu bedeuten hat? Ach egal, wird schon schief gehen. Egal, drücken so, den dann Himmel. Rein ins Vergnügen. Ich rette dich, Goal. Was ist denn jetzt schon wieder? Da geht doch irgendwas in die Hose. Was tust du? Na rate mal, ich rette Goal. Aber so doch nicht. Da ist ja gar keine Nukleinsäure mehr in der Maschine. Naja, bei dir hat's ja auch ohne funktioniert. Schnell, brich das ab. Die Rohre überhitzen. Uns fliegt noch die ganze Maschine um die Ohren. Oh oh. Nein! Goal!
oder? Sie war nicht komplett ausgereift. Es liegt an der fehlenden Nukleinsäure. Ja, wo ist sie geblieben? Das Rohr führt in die Kanalisation unter Porta Fisco. Es tut mir leid, Rufus, aber es sieht so aus, als sei deine Freundin endgültig verloren. Nein! Sie lebt! Ich kann sie noch retten. Tja, ich hätte noch einen Vorrat an Nukleinsäure. Damit könntest du sie theoretisch noch nachträglich ausreifen lassen. Aber was ist mit Deponia? Das letzte Hochboot kann jeden Moment in Richtung Elysium starten. Du kannst nicht gleichzeitig Goal retten und den Aufstiegszoll erreichen. Und selbst wenn... Die obere Aufstiegsstation ist das Hauptquartier des Organon. Alleine kommst du niemals da rein. So alleine bin ich nun auch wieder nicht. Meine Freunde vom Widerstand sind in Porta Fisco. Sie werden den Organon ablenken, während ich mich mit Goal auf das Hochboot schleiche. Und wer gibt ihnen Bescheid? Wer rettet Goal? Wer hindert Argus daran, in der Zwischenzeit mit dem Hochboot abzulegen? Du kannst nicht alles machen. Die Zeit reicht nicht aus. Da müsstest du die schon dreiteilen. Und selbst wenn... Und du bist sicher, dass du das wirklich durchziehen willst? Es ist nicht mehr genug Biomasse für 3 Klone in der Kammer. So erfülle ich wenigstens doch noch einen Zweck. Du bist schwer in Ordnung, Hermes. Lass uns nicht sentimental werden. Hast du die Nukleinsäure dabei? Nukleinsäure? Check. Sehr gut. Denk daran, dass sie nicht mitgeklont wird. Nur einer von euch dreien wird sie nach dem Vorgang dabei haben. Keine Sorge, Hermes. Ich habe alles verstanden. Du kannst dich auf mich verlassen. Tja, ich hoffe nur, dass deine Konstruktion mit den Sandsäcken funktioniert, wenn der Hebel nicht betätigt wird. Es wird funktionieren. Das muss es einfach. Na dann, lass uns lieber keine Zeit verlieren. 3, 2, 1. Oh. Oh, das war so klar. Oh, Rufus, du bist so ein... Mongo. Na und ja, oh. Oh, guck nicht so traurig. Oh, es funktioniert. Hey, es hat geklappt. Ja, und jetzt? Einer von euch beiden muss die Rebellen für einen Überraschungsangriff zusammentrommeln. Am besten du. Hä? Wieso denn ich? Oh, tolle Wurst, ey. Ich gehe zur Organon-Hauptverwaltung und versuche, den Start des Hochboots hinauszuzögern. Ich hab's zuerst gesagt. Nein, ich! Ach du Scheiße. Ich gehe in die Kanalisation und rette Goal. Aber das ist mein Job. Nein, meiner. Also langsam wird's albern. Wir müssen uns doch irgendwie einigen können. Aber mit euch ist ja nicht zu reden. Ich muss Goal retten. Ich habe die Nukleinsäure. Nein, ich. Aber Hermes hat sie mir gegeben. Nein, mir. Wir können ja nachgucken, dann werden wir es ja sehen. Okay, also wer bin ich denn? Ich bin gerade der in der Mitte. Ich habe die Nukleinsäure nicht. Einer von diesen beiden Nulpen hat die Nukleinsäure. Aber welcher? Oh Mann, ich wünschte, ich könnte jetzt irgendwie in sie reingucken. Zum Beispiel durch ein neues, cooles Interface-Element am unteren Bild. Aha! Okay, er hat sie nicht, dann hat er sie. Wusste ich's doch. Ich habe die Nukleinsäure. Also bin ich auch derjenige, der Goal retten darf. Ich wusste es. Das heißt dann wohl, ich rette wohl. Nicht so schnell. Hey. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Hey, hört auf mit dem Unsinn. Ach, und wo wir gerade dabei sind... Oh, wirklich, ihr seid so dumm.
Okay. Oh, Rufus, ein Klon? Boah, ein dicker Hund. Nun ja, was ihm hier zu Ohren kam, war schon allerhand. Doch nun krempelt schon mal eure Ärmelschoner hoch, weil für Deponia ja noch Hoffnung bestand. Es sah zwar noch duster aus, doch einer muss ja nun mal am Tunnelende die Glühbirnen weg. Sinn und weil viel zu tun war, stieg er in den Klonapparat. Zu dritt schafft man dreimal so viel weg. Hussa, dreimal so viel Dreck. Weg! Es muss weg heißen! Ach, Mann! Goal? Bist du das? Gott, ist das duster hier. Wow! Psst, Goal, wir müssen vorsichtig sein. Wer weiß, was für gruselige Viecher hier in der Dunkelheit lauern. Okay, so, ich würde dann mal sagen, wir machen eine Pause und sehen uns dann im nächsten Video wieder, wo wir gucken, wo die anderen beiden Rufwürste gelandet sind und wie wir Licht ins Dunkel bringen. Wortwörtlich. Ja, ich denke, wir haben viel zu tun. Also, wir sehen uns.